Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ikarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer riesig, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, auf geht's endlich ins Schneegebiet. Wir packen jetzt nur noch schnell alles zusammen ein, was wir soweit vorbereitet haben, und dann geht's direkt los. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Gehen wir der Reihe nach durch. Erstmal brauchen wir unsere Vorräte, dann unsere Hausbauteile und. Das war es im Grunde schon, ne? Der Reihe nach. So, Vorräte sind hier. Thermos kann 3 Stück. Ich habe nämlich natürlich dann die Zeit jetzt offscreen nochmal genutzt. Nach der letzten Folge. Und zumindest ein paar Sachen zusammenzusammeln. Wir haben jetzt einmal heißen Tee, einmal heißen Kaffee und einmal Ginstertee dabei. So, dann gehen wir hier rüber. Hier nehmen wir jetzt mit ein so ein Glas von den Berries und zweimal die Karotten. Einmal davon frühstücken wir auch gleich schon mal jeweils hier weg. Dann seht ihr, habe ich hier schon ein bisschen noch was aufgebaut, aber da gehen wir dann drauf ein, wenn wir in unserer ersten Nacht in unserem Eisschwitz-Bungalow sitzen. Was wir hier noch neu aufgebaut haben fürs Fladenbrot und so, können wir noch ein bisschen durch die Ländbäume gucken. Jetzt möchte ich erstmal loskommen in dieser Folge. So, Fleisch nehmen wir mit. Fladenbrot nehmen wir mit. Dann brauchen wir hier drüben nichts mehr, weil die Werkbank ist doch zu schwer, habe ich festgestellt. Ich habe sie probeweise schon mal aufgehoben, die wiegt zu viel. Dann geht es hier weiter mit unseren Hausbauteilen. Die wiegen nichts, aber die Wände, guck mal, die Wände sind richtig schwer im Vergleich zu den anderen Teilen. Und dann kommen die Wände. Rums. Und dann unser Schlafsack. Was auch nochmal richtig schwer ist, ist eine Feuerstelle. Ich habe dann überlegt, ob wir Lagerfeuer nur mitnehmen, aber 2 Lagerfeuer würde ich dann gerne mitnehmen. Und die wiegen im Grunde, nicht nur im Grunde, die wiegen mehr als die Feuerstelle. Also machen wir es erstmal so. So, ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse nichts. Jetzt haben wir die leeren Gläser noch vom Frühstück in der Tasche. Die können natürlich hier bleiben. Raus mit euch. So, dann machen wir das so. Okay, wir haben jetzt Thermoskannen dabei. Wir haben Essen dabei. Wir haben was vergessen. Wir brauchen noch Sauerstoff. Den möchte ich auch mitnehmen. Wir nehmen noch Sauerstoff mit. Und zwar, zeig mal her. Ja, machen wir einmal so. Und den kurz nochmal voll machen. Das geht ja bei der Maschine super schnell. Oder ich bin so gespannt drauf. Ich freue mich riesig. Habe auch ein bisschen Bammel, dass der erste Eisbär unser erstes Ende wird. Aber wenn, dann ist es so. Gehört ja auch dazu, muss uns ja auch irgendwann mal erwischen. So, das kommt mit, die kommen mit. So, jetzt haben wir hier Thermoskannen, Essen, Sauerstoff, Hausbauteile. Das ist alles gut, das ist gut. Der Bogen, alles repariert, wir haben Verbandmaterial, wir haben eine Fackel dabei. Wir haben 89 Pfeile dabei. Das Feuer kann mal aus. Haben wir hier schon gefrühstückt. Das haben wir, das haben wir. Haben wir ein Brot ge... nein, du sollst dich nicht hinlegen. Ah, gut, zum Glück kriegt das ja auch nicht. Ah, ihr Lieben, es geht schon wieder los. Okay, wir haben alles. Wir haben alles dabei, so wollen wir losgehen. Das brauchen wir, Ich habe nichts vergessen, ne? Wir haben Hausbauteile, Schlafsack, Sauerstoff, Essen, Trinken, Bewaffnung, Fellrüstung haben wir an. Auf geht's, ich habe nichts vergessen. Okay, ihr Lieben, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, deswegen habe ich auch Sorge, dass ich irgendwas vergesse. Und in der letzten Folge habt ihr auch schon geschrieben, man hat gemerkt, dass ich ein bisschen schon, ne, aufgeregt bin halt und Vorfreude. Aber es gehört dazu. So, okay, los geht's. Hier unten am See vorbei. Wieder dem Flusslaufstück gefolgt. Und dann waren wir ja schon am Beginn vom Schneegebiet. Direkt auch früh morgens jetzt los. Perfekt. Ich hoffe, das Wetter spielt dann mit natürlich jetzt hier. Nicht, dass wir da gleich den größten Sturm abkriegen noch. Aber auch dafür haben wir unser Haus dann dabei. So, ich bin's. Hallo? Ich bin so, so, so gespannt jetzt. Und ich habe auch wirklich auch richtig Sorge, dass wir vielleicht gar nicht so weit kommen. Zeit, 3 Tage haben wir jetzt noch. Hier ist es am Ende auch noch knapp, aber wir müssen ja auch bedenken, dass wir den ganzen Rückweg noch machen müssen. Wir sind dann den ganzen weiten Weg da ins Schneebiom rein. Müssen da irgendwo den Scan durchführen und dann müssen wir es auch noch immer noch zurückschaffen zu unserer Kapsel. Den ganzen weiten Weg zurück. Auch wieder mit Eisbärengefahr und allem, was dazugehört. Am besten trinken wir nochmal einen Schluck, wenn wir hier schon vorbeikommen. Hoffentlich ohne Pieselotten. Ja, sehr schön. So, wir hatten gar nichts mehr von unseren gefrühstückten Berries, sehe ich gerade. Also von unseren eingelegten, weil wir noch wilde Berries noch ein Ding. Wir können ja nur 3 Sachen gleichzeitig, 3 Boni gleichzeitig haben. Da knurrt. Oh Gott. Ist doch schon ein gefatter Bär hier. Natürlich. Schön, wie das mit dem
kritische Treffer klappt. Erstmal dran vorbei an dem ollen Bären. Was ist das für eine Riesenhöhle da? Ist das die Bärenhöhle? Au! Fängt gut an! Fängt gut an! Höhle! Riesenhöhle! Na egal. Wir können die Feuersteinpfeile nicht im Vorbeigehen. Oh, der hat wieder ein super Bärensteak. Wir müssen aber gucken wegen Gewicht. Wir können auch gar nicht so viel mitnehmen, ne? Aber wir machen gleich ein Level-Up. Wir müssen auf jeden Fall noch das Level-Up machen. Das wäre super. Würde ich sagen. Wenn uns dann was passiert, haben wir nur einen minimalen Malus sozusagen. Weil man wird ja nur zurückgesetzt bis auf quasi die Erfahrung von der aktuellen Levelstufe. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, hätten wir einen richtig schlimmen Malus, weil wir kurz vor Level-Up sind. Und wenn wir kurz nach dem Level-Up sind, haben wir so gut wie gar keinen Malus davon. Tut mir leid, arme Gämse. Oh, okay. Ich glaube, wir kommen dazu, ohne dass wir das Reh jagen müssen. Da ist ja noch ein Bär. Da oben steht da. Da steht ein Bär auf dem Berg. Steht ein Pferd auf dem Flur. Steht ein Bär auf dem Berg. Jetzt stand der Hirsch auf dem Flur. Jetzt kommt er da hoffentlich runter. Das ist ein... Was ist denn das? Das ist ein Bison. Tut mir leid, du armes Bison. Ich hab dich gerade für ein... Da kommt der Bär. Haben wir ihn jetzt mit einem Schuss erwischt? Stealth Attack gegen den Bär? Ja, da liegt er ja. Ein... Da kommen noch Hirsche jede Menge. Was kommt da noch alles? Ein... Oh, komm schon. Oh, einmal drüber weg. Alles klar, vielleicht reicht ja schon, wenn wir den häuten jetzt hier. Am besten geben wir uns auch noch mal was auf. Wir sind gleich überbeladen dann. Da hinten, was rennt da hinten noch rum? Ist das noch ein Bär? Wir sind auch langsam im unbekannten Bereich jetzt hier. Tut mir leid. Es tut mir leid. Da kommt noch ein Wolf. Der müsste reichen jetzt fürs Level Up. Komm schon. Sitzt da. Ja. Oh, wie gut. Oh, wie gut, Leute. Das ist richtig super. So, wir haben noch zwei Boni aktiv. Fleisch und Fladenbrot und Ausgeruht-Bonus. Das ist natürlich noch super. Dass wir den haben. So, okay. Dann nehmen wir das auch noch aus hier für die Erfahrung. Und die Sachen wiegen ja gar nicht so viel. Können wir auch ein bisschen frisches Fleisch mitnehmen noch. Und wir müssen auch Feuerholz mitnehmen. Können wir das hier eigentlich auch klein machen? Ja, was kommt denn da raus? So einen alten Baumstamm hier. Auch normales Holz. Dass wir unsere Feuerstelle auch befeuern können. 25 Holz reichen aber dann noch. Obwohl. Komm mal auch noch mal klein hier. Haben wir jetzt dann 50. Bisschen mehr sogar. Alles klar, so, dann essen wir jetzt mal hier die eigentlichen Karotten, weil die geben auch nochmal 20% Projektilschaden. So, da ist nochmal ein gebratenes Stück Fleisch und nochmal ein Stück Fladenbrot, durch alles nochmal Maximum. Alles klar, weiter geht's. Oh, hier haben wir nochmal... Aber egal, können wir jetzt... Lassen wir jetzt Kaffee. Ist egal. Oh. Nochmal Bär oder Bison? Nee, Bison. Wieso hört ihr euch so ähnlich an? So, Leute. Oh. Hier sieht's aus, als wenn es langsam winterlich wird. Ich bin so gespannt jetzt. Auch angespannt und gespannt. Oh, wir haben die Taschen voll. Was machen wir denn jetzt? Hier kommen wir, schmeißen mal einfach einen vollen Stack Leder raus. Und hier so ein paar Knochen schmeißen wir auch raus. Das behalten wir erstmal. Oh, Knochenpfeile. Was brauchen wir eigentlich noch für Knochenpfeile? Knochen auf jeden Fall natürlich und Leder. Und einfach nur ein paar Stöcke. Dann holen wir uns eben nochmal schnell ein paar Stöcke. Dann machen wir nämlich den Blatt nochmal Knochenpfeile voll auf 100 einfach. Oh, na, Wolfi. Ist uns hoffentlich nicht gesehen. So. Okay, Knochenpfeile. Oh ja, so viel brauchen wir gar nicht. Halt.
Quatsch. Ne, 33 Uhr. Wir haben 7. Kann ich mehr rechnen gerade. 23 hätten wir auch nur gebraucht. Wir hatten ja 77. Aber egal, ist jetzt auch wurscht. Weg damit. 110 brauchen wir nicht. Alles klar, Leute. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Da geht's los. Da hüpft ein Wolf rum. Wie verrückt. Das sieht jetzt schon so cool aus, wie schon hier ein bisschen der Schnee entgegenweht. Und sich auch gleich der ganze Ambient-Sound verändert. Die müssen wir dann leider wegmachen. Das ist uns noch ein Rückenfels hier. Ich mach sogar mal ein bisschen lauter erstmal sein. Es kommt gleich ein Sturm auf. Oh, wie cool. Okay, Leute, jetzt da vorne schleicht auf jeden Fall ein Wolf. Was ist das? Ist das ein Eisbär da vorne? Ist das ein Stein? Das da. Der ist bewegt sich. Ich glaube, es ist unser erster Eisbär. Oh, Eisbär. Direkt hier ist ein Eisbär vor der Nase. Was machen wir? Versuchen vorbeizuschleichen. Wollen wir mal Punkte verteilen auf Pfeilschaden und vielleicht auf Unauffälligkeit? Da läuft er. Das ist tatsächlich ein Eisbär, Leute. Was für ein riesiges Vieh. Wenn der uns sieht, ist Feierabend, sage ich. Ich meine, man kann ja, habt ihr geschrieben, man kann so oft an denen so ein bisschen vorbei und die so ein bisschen austanzen, aber keine Ahnung. Das haben wir noch nie wirklich probiert. Der ist da irgendwo weiter gewackelt. Da hinten schleicht ein Wolf. Ja, komm mal nicht rauf, so ein Mist. Okay, wir gehen erstmal hier weiter. Da wackelt er. Der Eisbär seiner Wege. Wir nehmen erstmal den Wolf da hinten weg. So, wir müssen wahrscheinlich genau da hoch, ne? Oder müssen wir... Ne, hier kommen wir nicht rum, ne? Wir lassen den Weg... Der ist ja ganz da hinten. Wir bleiben erstmal hier. Guck mal, wie cool das aussieht hier. Ist das irgendwas Besonderes eigentlich? Hier ist normaler, einfach normaler Stein, ne? Hier liegt ja sogar ein bisschen Holz rum. Guck mal. Wollen wir kein Feuerholz, hätten wir gar nicht mitnehmen brauchen. So, unsere Boni sind noch ganz gut. Der Eisbär ist irgendwo da. Dann bleiben wir mal hier. Müssen aber immer auf die Karte gucken, wo wir überhaupt genau hin müssen. Wo sind wir denn überhaupt jetzt hier? Oh. Oh, ist das vielleicht gar nicht der erste Punkt? Ist das der erste Punkt, an dem man ankommt? Egal, wir müssen auf jeden Fall irgendwo hier runter. Wir müssen ja ein Vieh kriegen. Ich dachte, wir können laufen hier gerade drauf zu. Wir sind ja abgebogen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und der Weg wird bestimmt weiter als gedacht. Hoffentlich reichen die 3 Tage überhaupt. Ich bin ja so begeistert hiervon gerade. Guck mal, wie das aussieht, wie der Schnee so rüberweht. Gleich eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung. Gut, dass wir uns um erstmal nichts Sorgen machen müssen jetzt hier. Also, was wir in der Tasche haben. Vorräte, Wasser... Vor allem diese Flasche, die verbraucht. Guck mal, wir haben nichts verbraucht bis jetzt gefühlt. Das hält so ewig. Wir brauchen auch die verbesserte Sauerstoffflasche noch für die Zukunft dann. Weil die halten auch gut, weil die sind auf jeden Fall komplett dicht hier, wenn man so eine Tasche hat. Und auch so ist ja schon recht langsam. Aber da wollen wir noch die besseren. Ist das cool, wie man das irgendwie in den Felsen hier... Knacken und krachen hört oder das Eis so ein bisschen in den Bergen. Wird man fast ein bisschen schneeblind hier gefühlt. Ich hoffe, wir können Eisbären noch gut ausmachen jetzt hier auf der Fläche. Der andere war auf jeden Fall da drüben. Dem sind wir gekonnt ausgewichen. Hier aber hat man noch riesig viel Platz zum Glück jetzt gerade noch.
Sag mal hier. Eine Eisbärenhöhle. Auf jeden Fall ist das ein Höhleneingang, aber der ist zu. Ich traue mich gar nicht zu laufen eigentlich. Wir bleiben erstmal langsam unterwegs. Unsere Fellrüstung scheint auf jeden Fall super zu funktionieren. Wir frieren kein St. Wenn der uns gesehen hat, sind wir tot. Hat er uns nicht gesehen. Oh, wow, 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 wow. Wollen wir uns einen Notspawn-Punkt setzen, direkt hier? Wenn das ein Höhleneingang ist, klopfen wir den auf. Schmeißen unseren Schlafsack rein. Ist ein Höhleneingang. Weil wenn uns der Eisbär dann erwischt, können wir direkt wieder hier spawnen, ne? Ob das clever ist, ist die andere Frage, weil dann haben wir nichts dabei, um uns zu verteidigen. Dann müssen wir nur hoffen, dass wir unsere Sachen direkt wieder einsammeln können. Wie ist denn das eigentlich, wenn man hier erwischt wird? Wenn man dann nochmal erwischt wird, ist dann der erste Loot weg? Also quasi, ne? Wie was? Oh, oh. Oh, oh. Schneesturm zieht auch noch auf. Ich will das nicht zu weit aufklopfen. Wir klopfen hier so weit auf, dass wir hier gerade reinkriechen können. Aber nicht das hier, also quasi das darf nur für unsere Größe reichen, aber nicht für Eisbärengröße. Ah, ja, hier passen wir noch nicht durch. Hier müssen wir ein bisschen wegklopfen. Sag mal her. Okay. Unser erster Schneesturm steht bevor. Ich will aber unser Haus auch noch nicht aufbauen hier draußen, weil wir haben ja noch nicht wirklich viel geschafft. Wir müssen wenigstens irgendwo hier in dem Bereich. Vielleicht bauen wir hier. Wo ist denn eigentlich? Wir hatten noch drei blaue Punkte. Wo ist denn unser dritter blauer Punkt? Es waren drei letztes Mal. Die waren im Dreieck angeordnet. Eins, zwei, so ein bisschen. Einer war irgendwo hier. Oh nein, haben wir den Missionsbug? Ihr habt geschrieben, gerade jetzt in den Kommentaren, dass die Mission bei irgendjemandem von euch verbuggt ist. Plötzlich war der dritte Missionspunkt weg. Das kann ja nicht sein. Die hatten ja am Anfang drei. Kann die mittendrin noch verbuggen jetzt plötzlich die Mission? Oh, ist das eisig. Wir kriegen ja hier... Autsch, wir sind doch überladen vom Stein. Die müssen wir mal rausschmeißen sofort. Zerstören. Oh, wie der durchpfeift hier, der Wind durch die Höhle auch. Es wird auf jeden Fall gerade ein bisschen frostig. Hier trinke ich, glaube ich, noch eine Lungenentzündung. Das ist auch nicht gut. Wie ist aber unserer großen Feuerstelle? Können wir die hier aufstellen oder geht die aus? Hier draußen. Die geht wahrscheinlich aus, ne? Komm, wir stellen die mal probeweise auf. Aber ich schätze, das wird nicht wirklich funktionieren. Ich schätze, die ist auch nicht wirklich wetterdicht hier. Bei dem Wetter. Oder gehst du? Ist das ein groß genuges Feuer, das erstmal nicht ausgeht? Aber nimmt Schaden, ne? Na, geht auch aus. Geht doch aus. Hält zwar ein bisschen länger als ein kleines Feuerchen, aber geht aus. Okay, dann komm her. Oh, das wird noch schlimmer. Guck dir das mal an. Was da aufzieht. Wir gehen in die Höhle. Gucken, ob wir die Feuerstelle hier hingestellt bekommen. Sieht nicht so aus. Die ist zu groß. So ein Mist. Ah! Guck, wie lange der anhalten würde, der Schneesturm. Ah, was ist denn nun los? Wir nehmen... Nee, der Wurm ist da. Au! Haben wir ihn? Du elendes Mistvieh. Man hat ihn gar nicht gehört wegen dem Sturm. Ich glaube, da hat sich gerade noch einer ausgebuddelt. Schnell, bau das mal auf hier. Oh, guck mal, wie viel Schaden wir nehmen. Ah gut, wir haben es gerade geschafft. So, verlieren wir hier Lebensenergie durch. Nee. Okay. Oh, erstmal den Eisschneesturm hier in der Höhle abwarten. Ist das cool. Das ist so gut. Okay, wir können es aber erstmal ein bisschen aufwärmen hier. Hilft wahrscheinlich aber nicht, dass wir gleich eine Lungenentzündung bekommen noch. Das wäre aber super kritisch. Ist man happen, ist man happen. Ist man happen. Wenn wir schon mal hier sind. Rat das durch und schmeiß.
schmeiß weg, was wir nicht brauchen. Sofort wieder. Jetzt doch hier. Das weg. Das weg. Das alles weg. 100 Fell. Weg damit. Leder weg. Gläser heben wir auf. Ich glaube, Schlafsack versuchen wir hier rein zu mogeln. Dient als Spawnpunkt. Super. Wegen dem Eisbär. Vor der Tür. So, gucken wir nochmal wegen unserer Talenten hier. Nee, Kampf. Kampf, Kampf, Kampf. Noch mehr Pfeilschaden. Nochmal 5 und nochmal 10% erhöhter Schaden mit Bögen. Ich glaube, das machen wir. Oder nochmal Bewegungsgeschwindigkeit mit ausgerüsteten Bögen. Also mit dem Bogen in der Hand schön schnell laufen können. Das machen wir sogar voll, Leute. Ich will mit dem Bogen in der Hand die volle 10% Laufgeschwindigkeitsbonus haben. So, Fackel an. Kurz einmal den Kopf raus aus der Höhle. Lungenentzündungsprophylaxe. Einmal ein bisschen frieren hier draußen. Sturmaussetzung. Ach, sieht das cool aus. Die Wettereffekte sind so gut in dem Spiel. Beim nächsten Mal sitzen wir dann auch in unserem Häuschen. Beim nächsten Schneesturm. Dann bauen wir es anstelle auf. So, wieder rein hier. Okay, Leute, ist gleich geschafft. Die Sonne kommt wieder raus. Das sammeln wir ein hier. Und dann gucken wir, ob wir an dem Eisbär vorbeikommen. Puh, ja, dann gucken wir, ob wir an dem Eisbär vorbeikommen. Und es kann auch erstmal durchbraten. Noch einen Moment. Wir haben jetzt hier den Spawnpunkt, weil ich glaube, der frisst uns auf jetzt hier. An dem kommen wir, glaube ich, nicht vorbei. Habe ich so ein böses Gefühl. Komm hier raus. Sei, wir können uns hier drin verschanzen und der passt hier nicht rein. Aber dann muss das so sein, dass wir hier wirklich schnell reinhüpfen können. Wenn er dann aber hier rein kann, haben wir natürlich super verloren. Ah, schwierig. Alles schwierig. Vielleicht ist er auch schon weg. Das wäre das Allerbeste. So, Sonne, komm mal raus. Vielleicht können wir auch wirklich ihn einfach umgehen, indem wir da drüben lang schleichen. Weil der war genau hier um die Ecke. Ne? Ziemlich genau. Da ist er auch noch. Da schleicht er noch. Wir haben riesig viel Abstand, ne? Aber das wird zu schmal. Wir müssen den, glaube ich, angehen. Schlafsack steht ja da. Wird Zeit, dass er uns mal erwischt. Zu flach. Würde ich sagen noch. Ja, das war ein Treffer. Shit, ist der schnell. Keine kritischen Treffer bis jetzt. Okay, dran vorbeilaufen, wie gesagt, ne? Wenn er kommt. Und wieder dran vorbeilaufen. Und wieder dran vorbeilaufen. War zu nah dran vorbeigelaufen, fast schon. Und wieder dran vorbeilaufen. Und schießen. Zwei kritische Treffer. Dran vorbei. Oh, das war nicht gut. Wir müssen an ihm vorbeilaufen. Er ist umgefallen. Er ist umgefallen. Und er hat uns fast aufgefressen mit einem einzigen Biss. Oh mein Gott. Ich will nach Hause. Ich will hier nicht mehr rumlaufen. Ich will zurück ins andere Biom. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Da müssen wir erstmal jetzt einen Screenshot irgendwie machen. Von unserer Trophäe hier. Es kommt auch noch ein schwererer Sturm. Aber egal, das kriegen wir irgendwie hin ganz kurz. Und dann schnell in die Höhle rein, bevor wir hier noch Lebensenergie durch den Sturm verlieren. So und so. Kann man uns oben drauf stellen? Ne, da zählt er nicht mehr. Aber wir stellen uns hier vor. Wie kann man uns denn gut sehen? Ne, so nicht. So, mit dem Eisbären hinter uns. So,
Und so. Und wir brauchen noch. Und so. So ist auch okay. Okay, Leute, reicht. Genug Fotosession für heute. Schnell rein in die Höhle. Können wir den häuten? Können wir, dass er nicht noch andere Tiere hierher lockt. Oh, saugefährlich. Saugefährlich. Sau, sau, saugefährlich. Saugut. Wo ist die Höhle? Da hinten. Oh Gott, so weit weg. Hier ist noch ein Eisbär kommt. Lauf, 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 lauf. Oder ein Giftwurm jetzt. Komm, hüpf da hoch. Leute, wir bauen unser Haus auf. Es nützt nichts. Mach da ruhig die Tür rein. Es schneit ja hier rein. Schnell, mach's Dach drauf. Hätte ich mal zuerst machen sollen. Cool. Ist das cool? Jetzt ist ja so gut. Das ist ja so gut. Ihr schneidet es einfach mal rein in den. Herrlich. Das ist ja fantastisch. Und was ihr uns gleich schmilzt, wenn wir das Feuerstellchen hier reinholen. So. Okay. Lauf in die Höhle. Oh, guck mal, was da alles hält. Es wird richtig gut, dass wir das Haus aufnehmen. Das dauert länger. Macht die Höhle richtig auf hier. Ich kriege wahrscheinlich schon wieder Wasser. So. Lass mich da rein. Na, Würmchen, wo bist du? Nicht da. Komm, komm. Zerstören. Mitnehmen. 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 Fackel an. Mitnehmen. Oh, raus hier, raus hier, raus hier. Oh, komm, raus. Raus, raus, raus und rein ins Haus. Ah, sehr schön. Das ist schon jetzt schon geschmolzen. Stell auf hier. Sehr schön. Und aktivieren. Ah, Schwitzhaus steht. Schlafsack. Und Spawnpunkt ist gesetzt. Fleisch in Grill rein. Ist ein Fladenbrot. Ist das? Eisbärenfell. Unsere ultimative Supertrophäe. Steine gehen weg. Alles klar. Beunruhigend, guck mal die Haltbarkeit von unserem Bogen an. Wir hätten den Jagdbogen in Reserve mitnehmen sollen. Jetzt können wir uns wohl auch einen einfachen Steinbogen gleich herstellen. Ein Holzbogen. Sonst nichts. Mit Stöcken und Fasern. Wenn wir überhaupt Fasern hier finden. Wenn nicht, haben wir gar keinen Bogen mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Eisexpedition braucht auf jeden Fall mindestens zwei Bögen. Wir hätten den Langbogen noch mitnehmen müssen. Wie gut. Und am schlimmsten, vielleicht ist unsere Mission aber auch jetzt wirklich, ne, was, vielleicht ist unsere Mission verbuggt. Wir haben den dritten Punkt nicht mehr. Wir mussten aber drei Punkte absuchen. Gerät 1, Gerät 2, Gerät 3. Oder wir finden den Eisbär. Level 40. Greift er unser Haus an? Wenn der uns hier drinnen bemerkt. Wir frieren sogar hier drinnen, ne? Ich schätze, der kann das Steinhaus zerstören. Ich bin mir fast sicher. Was macht ein Level 40 Eisbär direkt hier? Den wir gerade einen besiegt haben. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Das mache ich dann aber offscreen. Auf jeden Fall noch den Reservebogen holen. Bevor wir weiter vorgehen. Dann, wir werden auf jeden Fall zu den blauen Punkten laufen und gucken. Im schlimmsten Fall haben wir aber das allergrößte Problem und wir haben hier den Missionsbreaker-Bug. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Da wäre ich auch sehr ärgerlich, weil die Mission auch normal angefangen hat. Plötzlich wäre es auf einmal ein Bug. Aber wir gucken mal. Vielleicht finden wir auch die drei Komponenten in zwei Kisten. Vielleicht eine Kiste, zwei Komponenten und dann kriegen wir den dritten Punkt angezeigt. Wenn wir erstmal anfangen einzusammeln. Erstmal bei unseren ersten Eisbären erlegt, ihr Lieben, das ist ja der Wahnsinn. Aber der hat uns doch fast mit einem, und trotz, dass wir den ganzen Boni hatten, hat er uns mit einem Schlag, oder hat uns vielleicht auch zweimal erwischt. Ich würde aber sagen, es war nur einmal angehüpft. Und wir waren schon fast erledigt.
Wir brauchen mehr Feuerstellen. Wir brauchen noch ein Lagerfeuer. Hier drin, wenn so ein richtiger Schneesturm tobt. Ich schätze, unser Haus bietet uns nicht so viel Schutz vor dem Eisbären. Aber die jetzt draußen so mit Ausweichen zu bekämpfen, das ist ja extrem gefährlich. Da muss man jedes Mal vorher auf jeden Fall unsere Hütte aufbauen, bevor wir uns mit dem Eisbären anlegen. Weil trotz voller Lebensenergiebonus hat er uns fast aufgefressen. Ich traue mir gar nicht, die Tür aufzumachen jetzt eigentlich hier. Aber noch stürmt's auch. Wir frieren sogar hier drin, trotz Rüstung, unserer Fellrüstung und allem. Aber Leute, wir haben einen Eisbären besiegt. Wir gucken jetzt mal kurz durch den Technikbaum, wo wir gerade Zeit haben. Wo ich vorhin noch gesagt habe, wenn wir Zeit haben, gucken wir da eben mal rein, was ich noch gelernt habe. Und zwar habe ich einfach noch hier gelernt, die Kräuterkunde-Werkbank. Denn da ist ganz hinten das Fladenbrot, was wir auch einfach aus dem Mehl ja machen können. Und für das andere Brot brauchen wir noch die andere Kochstelle. Also die hier nicht, der Kanonenofen war es nicht. Den hatte ich auch ja ausprobiert. Da machen wir alle möglichen Eintöpfe und Suppen drin. Und dann gibt es ja aber noch diese Feuerstelle. Und die sieht ja fast so ein bisschen, naja, fast ein bisschen aus wie so ein Brotofen hier. Halt. Wie so ein, ne? Vielleicht müssen wir die, es ist die. Und die hier ist natürlich auch super, um wahrscheinlich auch noch zu heizen, obwohl da steht nur Lichtquelle. Aber vielleicht auch als Heizung. So, ich glaube, der Sturm ist erstmal vorüber. So, das ist unser Spawnpunkt jetzt hier. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Vielleicht sollten wir doch lieber... Es ist aber jetzt spät. Jetzt können wir den Spawnpunkt ja nicht mehr in unser Haus setzen. In unsere Basis zu Hause. Zurück. So, wir gucken mal vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wenn der wieder hier um die Ecke jetzt ist... Weil der ist ja da runtergewandert. Man kann auch nicht so weit gucken jetzt hier. Ich glaube aber, da ist jetzt frei in der Richtung. Das heißt, wir packen ganz schnell alles zusammen und laufen weiter. Würde ich sagen. Das ist ein guter Plan. Komm, pack ein. Schlafsack. Fleisch raus, auch das Ruhe ruhig. Kohle zerstören. Gammelfleisch direkt zerstören. Das raus. Okay. Feuerstelle aufnehmen. Haus einsammeln. Los geht's. So, die Tür müssen wir ja so aufnehmen. Tür. Wahrscheinlich jetzt gerade alles eingepackt. Spawnpunkt weg. Kommt der Eisbär. Dann haben wir gar keinen Spawnpunkt mehr. Weil dann spawnen wir auch nicht zu Hause im Bett, glaube ich nicht, automatisch. Weil jetzt haben wir den Spawnpunkt gewechselt auf das hier. Okay, Leute, wir haben, glaube ich, freie Bahn hier. Der Eisbär ist in die andere Richtung gezogen. Puh, weiter geht's. Das ist richtig gut hier. Jetzt müssen wir nur beten, dass wir nicht irgendwie eine verbuggte Mission haben. Weil dann können wir nur zurückfliegen... Und Mission abbrechen machen. Beziehungsweise gibt es auch eine Funktion, für die müssen wir uns nicht, wenn es verbuggt, wir müssen uns wesentlich die Mühe machen, den ganzen Weg zurückzulaufen zur Landekapsel. Dann können wir einfach runtergehen. Und uns aus allen Schürfgebieten gibt es auch eine Funktion, sich irgendwie zurücksetzen zu lassen, falls man irgendwo mal festhängt oder eine Mission eben irgendwie nicht weitergeht oder sowas. Aber es wäre schon super ärgerlich. So, kurz auf die Karte geguckt. So, einmal sieht es aus, wenn man da irgendwo hoch kann, aber wir müssen da weiter. Oh, fiese Gletscherspalte. Das ist ja richtig gemein. Da, wie, was ist, wenn man da reinfällt? Feierabend wahrscheinlich auch. Nee, hier ist noch eine. Okay, da kann man aber wenigstens dran vorbeilaufen. Ist aber auch super cool. Gefällt mir. Da muss man im Schneesturm ja richtig aufpassen, wo man hintritt. Wie cool das hier aussieht. Was haben wir da unten?
Schwefelerz, so wie es aussieht. Wir müssen auf jeden Fall hier weiter erstmal. Ist nochmal schnell was? Ne, hiervon. Essen. Essen. Und was haben wir hier nochmal? Wir nehmen ruhig das mal jetzt kurz. Achso, geht gar nicht. Mist. Wir haben ja noch das Karotten. Eisbär. Das Karottenglas. Da drüben ist ein Eisbär. Eisbär, Eisbär, Eisbär. Okay, an dem sind wir erst nochmal vorbeigekommen. Ich bin so begeistert auch hiervon, Leute. Mal sehen, bis der erste Eisbär uns auffrisst. Oder bis die Mission tatsächlich verbuggt ist. Bis jetzt kommen wir aber ganz gut voran. Ich wollte sagen, fangen wir jetzt leicht an zu frieren. Ja, es wird kälter. Trotz Fellrüstung. So atmosphärisch hier. So stimmig. So gut. Und gerade wahrscheinlich auch durch die Bedrohungsatmosphäre, die man hier die ganze Zeit jetzt gerade hat. Bin richtig am Schwitzen. Trotz der Kälte im Eisbiom. Ich habe selbst eben gerade schon bei der ersten jetzt schon wieder Angst, dass ich so einen einfachen Sprung wie das hier schon versemmle. Uns halt direkt irgendwo jetzt doch noch ein Eisbär überrascht, der da kannte irgendwo. Da auf der Flucht am besten in die Gletscherspalte reingestolpert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, wir sind ein ganzes Stück weit gekommen. Ich würde sagen, wir setzen hier unten nochmal unser Haus schnell auf, unseren Spawnpunkt. Bauen das hier alles nochmal schnell auf. Genau hier. Dass wir hier irgendwo einen Safe-Spot haben, von dem aus wir dann eventuell versuchen können, wenn uns was passiert, unsere Ausrüstung direkt wiederzukommen, zu bekommen und einem Eisbär wegzulaufen. So. Setzen wir unseren kleinen Schwitzbungalow hier in die Ecke. So rum, Tür hier oben raus. Dann haben wir erst zumindest das Gefühl haben, dass wir hier irgendwo einen Safe Spot haben, an dem wir wieder einsteigen können. So. Du dahin. Ist das gut, Leute. Das hier hin. Schlafsack. Kurz mal. Obwohl, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir können ja erstmal. Spawn können wir ja so auf. Auch einstellen hier. So, das. Zerstören. Und wir können das Fleisch noch durchbrutzen. Das können wir ruhig machen. Rein damit. Holz haben wir ja doch gesehen, liegt hier rum. Aktivieren. Was sagt der Sauerstoff? Das Wasser, alles gut. Okay. Spawnpunkt ist gesetzt, ne? Spawnpunkt ist... Oh, es wird auch 18 Uhr. Es wird dunkel. Wir müssen eh jetzt... die Aussicht genießen. Und dann hier bleiben im Haus über Nacht. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Stein sammeln. Ach nee, wir brauchen noch Stöcke und Fasern. Die kriegen wir hier nicht zusammen. So, wir können ein bisschen Stein sammeln, dass wir noch ein Lagerfeuer bauen können. Aber wenn wir genug Holz zusammenkriegen... Naja, es ist jetzt nicht so viel. Es sind nur 3 Stück. Dann könnte man ein zweites großes Lagerfeuer noch bauen mit 100 Stein und 25 Holz. Ich meine, wir haben ja Holz hier. Aber nicht so viel. Dann 25 für eine Feuerstelle ausgeben ist auch schon wieder so eine Sache. Guckt euch das an, Leute. Auch nochmal so eine schöne Szene für einen Screenshot. Eigentlich perfekt gerade hier.
Okay, lieben, rein ins Haus. Die Nacht steht bevor. Wir können dann gleich hoffentlich schlafen. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt hier. Und wir kommen aber jetzt auch zum Ende dieser Folge, würde ich sagen. Wenn ich so auf die Zeit gucke, passt das ganz gut. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge direkt von hier aus weiter auf den Weg. Und hoffen, dass uns nicht mehr so viele Eisbären über den Weg laufen, damit unser Bogen das durchhält. Und in Hoffnung, dass wir hier in den Kisten alle Bestandteile finden, die wir brauchen. Dass unsere Mission bloß nicht verbuggt. Das wäre natürlich die absolute Katastrophe. Ja, lieber, aber soweit läuft's gut. Wir haben tatsächlich einen ersten Eisbären erlegt. Sehr schön. So, jetzt wird's ein bisschen gemütlich hier am Feuerchen. Die nächste Folge machen wir dann so, dass wir noch am Abend hier starten, damit wir dann zusammen uns hinlegen und direkt wirklich mit dem Tagesanbruch hier uns weiter auf den Weg machen können. Können wir noch einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen hier im Schneebiom. Okay, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr die Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, würde ich mich am allermeisten freuen. Sonst bleibt mir zu sagen, wie immer, lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.